Hallo und herzlich willkommen zu den CSB2 Inspiration Weeks Q4 2022. Wir haben heute ein spannendes Thema, und zwar Microsoft Teams Telefonie mit dem Florian Berger von der CRT Consulting GmbH, an den ich ja gleich übergeben werde. Aber zunächst, wie gewohnt, ein paar Worte zur Organisation. Das heißt, alle Teilnehmer sind stumm geschaltet. Sie können aber ihre Fragen über die Q&A-Chat-Funktion stellen, und die werden wir dann, respektive der Florian wird sie dann am Ende der Session beantworten. Aber Sie können sich auch gerne im Nachgang direkt an den Florian wenden. Da hat er, glaube ich, auch nichts dagegen. Dann wird das Ganze auch wieder aufgezeichnet und ist im Nachgang durch Klicken auf den Teilnehmerlink dann auch wieder abrufbar. Und genau, ich glaube, das war schon, ne, Florian? Dann übergebe ich an dich. Ja, kannst du loslegen? Warte ganz kurz. Ich schalte dich nochmal ganz kurz frei. Ja. Und die Bühne ist deine. Vielen Dank, Dirk. Auch von meiner Seite aus nochmal einen schönen guten Morgen hier zur CSP2 Inspiration Week. Vielen Dank seitens an die Telekom, dass wir hierzu eingeladen worden sind. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich stelle mich nochmal kurz vor. Mein Name ist Florian Berger von der CRT EuroVoIP Consulting GmbH. Und heute möchte ich einfach mal mit Ihnen zusammen das Thema Microsoft Teams Telefonie besprechen, welche Wege da möglich sind, was Microsoft Teams Telefonie im Allgemeinen bedeutet und welche Arten es hier auch gibt. Im letzten halben Jahr bis Jahr hat sich einiges getan bei Microsoft, auch viele Neuerungen. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt in die Präsentation ein. Und wie Sie sehen, bedarfsgerechte Umstellung auf Microsoft Teams, hierum soll es heute gehen. Und hier eine kurze Agenda nochmal, welche Punkte ich mit Ihnen besprechen möchte. Das ist einerseits Vorstellung, dann eine kurze Einleitung, dann gehen wir schon rein in die Microsoft Teams Telefonie, was das bedeutet. Dann kommt es ein bisschen technisch, sage ich mal. Hier geht es darum, wie ich die Möglichkeit habe, die Microsoft Teams Telefonie einzubinden bzw. anzubinden. Da gehen wir eben auf das Thema Direct Routing bzw. der Operator Connect ein, was das nochmal bedeutet. Dann, welche Mehrwerte habe ich auch mit der Microsoft Teams Telefonie? Punkt 6 ist dann, was ist bei einer Umstellung auf die Microsoft Teams Telefonie zu berücksichtigen? Dann ist die große Frage, kann Microsoft Teams Telefonie wirklich vollwertig meine Telefonanlage ersetzen? Und dann schauen wir uns auch mal kurz das Tarifmodell der Microsoft Teams Telefonie an in Kombination mit dem Operator Connect. Hier steht in Klammern noch Telekom Company Flex. Da kommen wir dann eben dazu, was das Ganze bedeutet. Hier nochmal eine kleine Übersicht zu mir. Wie gesagt, Florian Berger, Geschäftsführer der CRT EuroVoIP. Meine E-Mail-Adresse florian.berger@say-it.de. Da dürfen Sie mich natürlich jederzeit kontaktieren, wenn Sie Fragen auch zu dem Thema haben. Ich bin seit über 7 Jahren in der Telekommunikationsbranche tätig. Die Digitalisierung ist, ja, kann man so sagen, absolut mein Steckenpferd. Und wir haben auch einen kleinen YouTube-Kanal, wo wir auch diese ganzen Themen rund um das Thema B2B-Telekommunikation behandeln. Da einfach in YouTube Techtel eingeben, dann findet sie uns auch und kann man sich einige Tipps und Tricks ja, auch einfach mal anschauen als Video. Hier nochmal eine kurze Übersicht zur CRT Consulting GmbH. Diese wurde 2004 gegründet. Wir sind mittlerweile 20 Mitarbeiter und auch ein Ausbildungsbetrieb. Ursprünglich kommen wir aus der Lizenzberatung, das heißt alles, was eben grundlegend mit Lizenzen zu tun hat, ausgenommen der Telekommunikationslösung. So wurde die CRT gegründet und mittlerweile haben wir eben seit Anfang dieses Jahres eben die B2B-Telekommunikationslösung mit dabei. Und wir sind eben auch an mehreren Standorten in Deutschland vertreten, also München, Zell am Untereichelberg ist die Zentrale, Wiesbaden und auch Hamburg. Das sind unsere Microsoft-Zertifizierungen. Also da, wo wir unterwegs sind, sind wir auch vollwertig zertifiziert und kennen uns aus. Und dementsprechend kommen wir jetzt halt auch direkt schon zum Punkt 2 zur Einleitung. Und hier ist einfach mal grundlegend die Feststellung anzumerken, dass die Digitalisierung uns einiges mehr erlaubt, moderner voranzugehen, neue Lösungswege in der Telefonie zu schaffen. Und das ist eben aufgrund natürlich der IP-basierten Telefonie möglich und der ISDN-Abschaltung. Und so haben wir die Möglichkeit, Kommunikation zu bündeln,
auch Kostenersparnisse zu erzielen. Ich habe ein standortunabhängiges Arbeiten. Das heißt, ich kann egal wo, egal wie, egal wann, kann ich eben mit meiner Rufnummer beziehungsweise eben mit meinen personalisierten Daten arbeiten. Und sogar das Ganze auch ohne Hardware, wenn es gewünscht ist. Also ich kann mittlerweile auch ohne wirklich ein physikalischen Endgerät am Platz telefonieren, schließt es aber nicht aus. Ich kann per webbasierte APIs, kann ich wirklich meine Telekommunikationslösung, sobald sie Lösung vorgibt, eben so individualisieren und programmieren und auch um Funktionen erweitern, dass daraus eben auch eine Prozessoptimierung folgen kann. So kurz zur Einleitung, was allgemein die Digitalisierung bringt. Und jetzt gehen wir mal direkt auf das Thema Microsoft Teams Telefonie ein. Microsoft Teams im Allgemeinen, denke ich, ist jedem ein Begriff oder auch hat auch damit schon gearbeitet. Und dort habe ich eben natürlich die Möglichkeit, durch Präsenz- und Chatfunktionen die Zusammenarbeit wesentlich zu vereinfachen, gerade im Office 365. Aber ich kann das Ganze eben noch einen Schritt weiterführen und eben auch als Telefonanlage nutzen. Und ja, das ist wirklich mittlerweile möglich. Hier sehen Sie mal einen kurzen Ausschnitt, mal zu sehen, wie die Microsoft Teams Telefonie ausschaut. Letztendlich haben Sie einen herkömmlichen Microsoft Teams Client. Nur ist eben dann auf der linken Seite ein Wahlfeld, was erscheint, wo ich dann eben ganz normal ins öffentliche Netz eben meine Rufnummer wählen kann, heraustelefonieren kann, Anrufe empfangen kann. Und ich habe das Ganze natürlich auch mit meiner Anrufhistorie versehen. Und wenn ich auch den Client auf meinem App, auf meinem Smartphone installiert habe, dann ist natürlich auch, wie hier oben steht, die Anrufe in das öffentliche Telefonnetz, also in das PSTN, möglich. Und Teams bringt sogar einige Telefonanlagenfunktionen aktuell mit sich. Und ich habe natürlich Microsoft Teams dann als vollwertigen UC-Client, worüber ich eben nicht nur Videopräsentationen bzw. Videotelefonate führen kann oder eben Chatten und File-Sharing, sondern eben wirklich eine vollwertige Telefonie da mit drinnen habe. Und dann kommt eben der Punkt, wie realisiere ich meine Microsoft Teams-Telefonie? Weil hier gibt es verschiedenste Möglichkeiten, um Microsoft Teams an das öffentliche Telefonienetz anzubinden. Und was vielleicht vielen ein Begriff ist, ist das Direct Routing. Und der Operator Connect ist eine Art Direct Routing, allerdings nochmal eine gesonderte Variante. Und was diese ganzen Begriffe bedeuten, hier gehen wir jetzt auf der nächsten Folie drauf ein, weil das sind nämlich die drei Hauptpunkte, welche bestehen oder welche Möglichkeiten bestehen, um eben meine Telefonie über Microsoft Teams zu realisieren. Und zwar ist das erste eben das Direct Routing. Was bedeutet Direct Routing? Beim Direct Routing hat in der Regel der Kunde seinen eigenen SBC. SBC bedeutet Session Border Controller und das kann man sich so vorstellen, dass das die zentrale Einheit ist in der Telekommunikationswelt, um eben Microsoft Teams an meinen SIP-Trunk, den ich eventuell schon im Besitz habe, an Microsoft Teams anzubinden. Aber ich eben eventuell nebenbei noch meine herkömmliche Appliance-Telefonanlage im Rack oder eben meine PSTN-Endgeräte weiterhin verwenden möchte. Und so kann ich eben über das Direct Routing mit meinem eigenen SBC, der entweder virtuell oder physikalisch vor Ort ist beim Kunden, angebunden. Und so rüber kann ich dann eben meinen Rufnummernblock bzw. meine Telefonie in Microsoft Teams routen. Was jetzt eben auch neu dazugekommen ist, was auch auf das Direct Routing basiert, ist der Operator Connect. Was bedeutet Operator Connect? Hier ist genau sozusagen das Spiel umgekehrt, dass der Session Border Controller sich nicht mehr beim Kunden befindet, sondern direkt vom Provider zur Verfügung gestellt wird. Das bedeutet, der Kunde bucht sozusagen nur noch seinen SIP-Trunk bei seinem Provider. Der Provider stellt den SBC sozusagen schon zur Verfügung, ohne dass man noch zusätzlich was einprogrammieren muss. Und dann kann ich eben über den Session Border Controller von meinem Provider mich ganz einfach über den Operator Connect an der Microsoft Teams anbinden und habe sozusagen alles ausgelagert und muss mich nicht selber um meinen SBC kümmern oder den halt auch noch einprogrammieren. Und dann der letzte Punkt,
Das ist hier mit aufgeführt, damit man das eben gehört hat. Da wollen wir heute aber gar nicht so drauf eingehen. Das sind die Microsoft Teams Calling Pläne. Das bedeutet wirklich, ich arbeite ohne Session Border Controller, sondern die Rufnummern werden entweder bei der Microsoft direkt gebucht, beziehungsweise die Rufnummern werden zu Microsoft portiert und somit ist dann tatsächlich Microsoft mein Provider. Die Rufnummern werden in Microsoft direkt verwaltet und somit werden dann eben auch die Gespräche über Microsoft terminiert. Da gibt es dann eben verschiedene Calling-Pläne, die man auswählen kann mit einem Kontingent. Und dementsprechend ja, sind das die drei Varianten, welche möglich sind. Ich habe hier auch nochmal drei Schaubilder, wie das Ganze technisch aufgezeigt ist. Als erstes sehen wir hier nochmal den MS Calling Plan. Ich habe auf der linken Seite habe ich den Benutzer, der sich sozusagen hinter Microsoft Teams im Homeoffice im Büro befindet. Da ist noch eine Firewall eventuell dazwischen geschalten. Auf der rechten Seite habe ich sozusagen meine Office 365-Welt, die ich gebucht habe, meine Lizenzen im Rechenzentrum in diesem Fall. Und da habe ich natürlich die Möglichkeiten, wie gesagt, entweder die Telefonanlage, Meetings oder die Live-Events, wo wir uns gerade befinden, eben zu nutzen oder eben auch die MS-Audio-Konferenzen. Und hier in diesem Fall sehe ich jetzt, dass die Rufnummern, hier sehe ich es an dem roten Punkt, dass hier ein MS-Calling-Plan genutzt wird. Das heißt, die Rufnummern sind bei der Microsoft. Hierüber bin ich ans PSTN angemeldet und der User greift über das Internet an die Dienste der Microsoft zu, um eben ja, wie gewohnt seine Lizenz nutzen zu können, beziehungsweise Teams. Und im nächsten Punkt, hier sehen wir dann eben schon den Unterschied. Beim Direct Routing befindet sich eben der SBC, der jetzt hier erscheint, ist beim Kunden und der Provider ist dann eben am Kunden-SBC angebunden und hierüber wird dann eben an Microsoft ins Rechenzentrum geroutet. Und der letzte Punkt, das ist dann eben der Operator Connect. Und wie Sie jetzt sehen, ist der SBC zum Provider gewandert und der SBC versorgt dann sozusagen providerseitig den Kunden mit Microsoft Teams. Und da habe ich eben den großen Vorteil, wenn eben auch der SBC vielleicht nicht bei mir liegt, sondern bei meinem Provider, dass ich natürlich eine sehr hohe Verfügbarkeit habe. Und bei der Deutschen Telekom handelt es sich jetzt zum Beispiel um einen SBC, der wirklich hochverfügbar und skalierbar ist und sich in Hochsicherheitsrechenzentrum befindet und das auch noch mit einem Backbone abgesichert. Das heißt, ich habe halt wirklich sichergestellt, dass der SBC jederzeit erreichbar und verfügbar ist. Ich habe halt doch immer die Gefahr, ist vielleicht auch für kleinere bis mittelständische Kunden auch der Fall, die jetzt ihre IT vielleicht gar nicht im Haus haben, sondern auch ausgelagert ist, dass er sagt, hey, pass auf, ich buche mir den Operator Connect bei meinem Provider, da ist der Session Border Controller, ich muss mich um nichts kümmern, ich binde das Ding an und kann loslegen. Und hier habe ich eben nochmal eine Übersicht, welche Möglichkeiten ich habe. Ich habe eben im Office 365-Paket meine Microsoft Teams-Telefonie. Das ist eben die Lizenz, die ich dann zu meinem Office 365 buchen muss zum Teams. Und dann habe ich eben entweder auf der linken Seite die Microsoft Teams Calling-Pläne mit Rufnummern und der Terminierung und rechts eben das Direct Routing bzw. den Operator Connect. Hier ist eben auch noch mit anzumerken, dass es auch gemischt werden kann. Man kann tatsächlich sagen, zum Beispiel, dass 5 bis 10 User über den Microsoft Teams Calling Plan telefonieren und dass andererseits zum Beispiel 50 User über meinen Operator Connect, weil mein SIP-Trunk zum Beispiel bei der Telekom schon liegt, mit eingebunden werden und die anderen Mitarbeiter, wie gesagt, sich dann im Calling Plan befinden. Und so kann ich das eben schön aufteilen, je nachdem, wie mein Bedarf ist, kann ich das Ganze dann planen und ausrichten und bin dann eben flexibel. Und auf der nächsten Folie, hier sehen Sie jetzt halt auch mal, wie das Ganze eben dann ausschaut in Microsoft direkt. Das heißt, ich bin dann ganz gewohnt in meiner Microsoft Teams Admin oder beziehungsweise Office 365 Admin-Oberfläche. Und wenn ich dann eben über VoIP, wie Sie links sehen, auf Telefonanbieter klicke, habe ich hier dann eben verschiedenste Auswahlmöglichkeiten. Das ist jetzt halt sogar eine kleine Ansicht. Die Liste ist wesentlich größer. Und da sehen Sie eben dann auch hier unten ist auch schon die Deutsche Telekom. Und darüber kann ich dann eben ganz einfach das ganze Thema mit Microsoft Teams verbinden. Gut, so viel zum Technischen. Wir haben eben die drei verschiedenen Arten, um das Ganze einzubinden. Das Direct Routing,
den Operator Connect und die MS Calling Pläne. Das zur technischen Seite. Jetzt wollen wir aber mal schauen, welche Mehrwerte bringt es mir denn überhaupt, auch auf die Microsoft Teams Telefonie umzustellen. Ich könnte ja theoretischerweise auch eine andere Cloud-Telefonanlage nutzen. Prinzipiell ist natürlich der allererste große Punkt, dass Sie alle Kanäle in einer Anwendung haben. Also das, der ganz große Mehrwert, das ist wirklich, das spüre ich auch Tag für Tag, ist, wenn Sie Ihre 365 Microsoft-Welt haben mit Ihrem Office-Paket, wo alles mit drin ist, eine Excel, eine Word, Ihr SharePoint und OneNote und wie die ganzen Programme von Microsoft heißen und dann wirklich noch über Microsoft Teams Ihren UC-Client haben, zum Beispiel eben zum Chatten, zum File-Sharen aus meinem SharePoint heraus, beziehungsweise ich bin in einem Telefonat, wenn ich es in Microsoft Teams eingebunden habe und kann direkt aus Microsoft Teams mein OneNote öffnen, hier dann zum Beispiel eben Notizen zum Gespräch machen, diese Gesprächsnotiz dann mit einem Kollegen teilen, um direkt daraus ein Projekt zu starten und eventuell eine Excel-Tabelle oder sonstiges zu erstellen, um das Projekt zu planen. Also einfach alle Kanäle in einer Anwendung, das bedeutet Unified Communication, egal wo, egal wann, egal wie, ich kann mit einer Anwendung aus allem heraus arbeiten und daraus bin ich natürlich auch weltweit erreichbar. Das bedeutet, egal wo ich mich auf der Welt befinde und meinen Laptop aufklappe, so wie es mit den Videokonferenzen auch funktioniert, kann ich dann eben über meine Microsoft Teams Telefonie mit meiner Rufnummer von der ganzen Welt, solange ich natürlich eine Internetverbindung habe, telefonieren. Was wir natürlich nie außen vor lassen sollten, ist natürlich die einfache Administration. Bedeutet, ich habe über das Admin-Portal wirklich auch meine Microsoft Teams Telefonie, wo ich die ganze verwalten kann und muss nicht nochmal in ein separates Tool reinspringen oder sonstiges. Und Microsoft legt natürlich auch Wert auf den Datenschutz. Das bedeutet, in dem Land, wo die Lizenzen gebucht werden, da wird das Landesgesetz eben eingehalten. Ausgeschlossen ist jetzt zum Beispiel der Microsoft Teams Translation, der immer unten durchläuft, wenn ich das Ganze aktiviert habe. Der läuft immer über die Server der USA. Dann kommen wir wirklich zu dem Punkt, wo wir jetzt mal darauf eingehen, kann die Microsoft Teams Telefonie wirklich meine Telefonanlage ersetzen? Und darauf möchte ich in den nächsten zwei Folien eingehen. Und hier sehen wir einfach mal einen Auszug der wichtigsten Funktionen, was Microsoft Teams eben mit sich bringt. Das heißt, natürlich kann ich ins PSTN, also ins öffentliche Telefonienetz, telefonieren. Klar, logisch. Ich habe eine Kontaktverwaltung mit dabei. Ich kann eben auch direkt aus Outlook auf meine Kontakte zugreifen beziehungsweise in die Anrufhistorie in Microsoft Teams und dort direkt eben meine Anrufhistorie bearbeiten beziehungsweise Anrufe daraus starten, auf mein Kontaktbuch zugreifen. Ich kann natürlich Anrufe erhalten, durchstellen und transferieren, also auch makeln. Das ist auch über Microsoft Teams möglich. Anrufe dauerhaft und bedingt weiterleiten ist möglich. Ich kann einen Stellvertreter ernennen und eine Unerreichbarkeit natürlich einstellen. Ich habe eben auch die Anrufhistorie und die verpassten Anrufe nachzuvollziehen. Einen Anrufbeantworter und Voicemail ist auch mit dabei. Anrufe blockieren und Nummern auf eine Blacklist setzen, wenn man den Anrufer auch nicht mal mehr entgegennehmen möchte oder es sich um Spam-Anrufe oder sonstiges handelt. Ich habe natürlich auch Telefonkonferenzen, die ich erstellen kann. Verschiedenste Routing-Optionen können mittlerweile eingestellt werden, sei es eben auf einen Gruppenruf oder dass er direkt auf eine Voicemail leiten soll oder auf ein anderes Team oder sonstiges. Ich habe das MS Teams SIP Gateway mit dabei. Was das bedeutet, darauf kommen wir dann eben noch gleich zu. Da habe ich auch noch eine Folie. Ich kann über MS Teams Rooms natürlich auch meine Konferenzräume mit einbinden. Da gibt es auch schon einige native Microsoft Teams Geräte für Konferenzräume, was die Einrichtung dann wirklich sehr einfach macht. Ich habe auch eine API-Schnittstelle, das heißt, Microsoft hat verschiedene APIs. Somit kann ich auch über API verschiedene Erweiterungen realisieren, Drittsysteme anbinden und eben auch die Mobilfunkintegration. Bedeutet eben, dass ich meine Microsoft Teams-Telefonie mit meiner Festnetznummer auf mein Smartphone mit dabei habe. Das ist über zwei Wege realisierbar, entweder eben über die App, die ich mir aufs Handy installiere oder kommen wir dann auch noch drauf, es kommt jetzt dann mit der Telekom zusammen eine SIM-Karten-Integration, eine native.
Über das Third Party kann ich aktuell auch schon Callcenter und eine Gesprächsaufzeichnung so realisieren. Und Hotlines sind sogar auch schon nativ in Microsoft Teams buchbar. Und ein Gruppenruf ist auch möglich. Also Sie sehen schon, hier sind Haufen Funktionen mit dabei, die man aus einer Telekommunikationsanlage kennt. Diese sind über Microsoft Teams eben realisierbar. Und hier haben wir auch nochmal so ein kleines technisches Schaubild, wie das Ganze ausschauen kann. Ich habe eben links oben meinen Provider mit meinem SIP-Trunk. Dort befindet sich dann eben der SBC, also der Session Border Controller. Und über den Operator Connect wird das Ganze dann an Microsoft Teams angeflanscht, nennen wir das mal. Und das MS-SIP Gateway, was ist das? Das MS-SIP Gateway ermöglicht mir es, wie ich es auch aus anderen Telefonanlagen kenne, über eine Autoprovisionierung, das heißt das bedeutet über eine automatische Bereitstellung der Firmware auf dem Endgerät, kann ich eben Hardware-Endgeräte mit einbinden und dann eben verschiedenste Szenarien realisieren, sei es eben das wirklich physikalische Endgerät am Tisch oder eben auch zum Beispiel das Einbinden von Faxgeräten oder analogen Geräten. Das war ja bis dato auch nicht möglich, bei Microsoft Teams einem analogen Endgerät eine Rufnummer zuzuweisen. Das ist jetzt im Direct Routing, im Operator Connect sowie auch im Calling Plan möglich. Hier ist dann eben nochmal aufgezeigt, welche verschiedenen Szenarien es gibt, die ich abdecken möchte. Wie gesagt, zum Beispiel das Callcenter, Sprachaufzeichnung über Third Party oder eine Hotline, die ich realisieren muss. Über die Microsoft API kann ich eben verschiedenste Systeme mit anbinden oder eben Prozesse, sage ich mal, selber programmieren im Hintergrund. Da ist die Dokumentation von Microsoft wirklich sehr gut. Ich habe natürlich Bots mit drinnen, die ich realisieren kann. Die Übersetzung, das eben im unteren Bereich dann übersetzt wird, was zum Beispiel mein Gegenüber spricht. Und ich kann natürlich auch Application, wie ich gerade ja schon gesagt habe, dann über die API mit anbinden und das dann wirklich so individualisieren, wie ich möchte. Mobilfunkintegration eben via der Teams App oder was jetzt Anfang 2023 kommt und da ist die Telekom mit Microsoft wirklich standalone in Deutschland. Es kommt die erste Telekom SIM-Karten-Integration, wo dann wirklich Microsoft Teams nativ integriert ist. Das bedeutet, ich kann dann an meinem Handy ohne zusätzliche App auswählen, will ich über meine Festnetznummer raus telefonieren, will ich über meine Mobilfunknummer raus telefonieren. Und das wird wirklich bei der Telekom für einen sehr kleinen Obolus zubuchbar in den Business-Tarifen der Telekom. Dann eben UC-Client an sich, Präsenzanzeige. Ich habe den Team-Chat, den Video-Chat, das File-Sharing und eben ein Office 365-Paket im Allgemeinen mit drin. IP-Endgeräte habe ich gerade schon erwähnt. Da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein, was da wirklich möglich ist an Herstellern. Und natürlich kann ich auch eine CRM-Integration realisieren, entweder über die Teams-App, die ich eben für die jeweiligen Systeme im App-Store mir raussuchen kann. Hier arbeitet aber auch die Microsoft noch an einer weiteren CRM-Integration, die dann über den Browser laufen soll. Zum SIP Gateway, wie ich gerade schon angemerkt habe, ist eben das SIP Gateway dafür da, um Hardware-Endgeräte mit anzubinden. Und hier habe ich dann wirklich in Microsoft eben die Möglichkeit, meinen Hersteller auszuwählen. Und hier sind dann verschiedenste Modelle eben kompatibel. Da gibt es auch eine Übersicht bei Microsoft, welche das sind. Ich habe hier jetzt mal eine Zusammenfassung eben gemacht. Aktuell gehen eben Audio-Codes. Yearlink geht komplett mit der T4er-Serie. Die ganzen Cisco 8er-Serie ist jetzt eben möglich hier mit einzubinden. Auch die ATA, zum Beispiel der 191 oder 192, um ein Faxgerät mit einzubinden oder auch sonstige analoge Endgeräte. Man kann auch tatsächlich dann zum Beispiel auch Gegensprechanlagen, Türschließanlagen oder auch Schranken zum Beispiel mit einbinden, wenn die nicht schon SIP-fähig sind. ASCOM, Poly, vorher war das ja Polycom, die sind jetzt Poly und Spectralink. Spectralink wird ganz stark eben hier von Microsoft Teams verwendet, über das SIP Gateway und Multizellen zu realisieren. Das bedeutet, ich kann in Microsoft Teams jetzt über Spectralink komplett Multizellensysteme realisieren und hier wirklich die komplette Produktreihe, die Spectralink mit sich liefert. Die haben ja wirklich Sonderlösungen also Branchensonderlösungen, wo es um Blitzschutz oder Sonstiges geht, wo sie ihre angepassten Deckteile haben. Also es sind jetzt tatsächlich auch Multizellensysteme über Microsoft Teams direkt ohne zusätzlichen Session Border Controller oder eine Telefonanlage realisierbar.
Und was eben auch noch folgen soll im Jahr 23 ist dann eben Gigaset. Das sollte jedem Begriff sein. Und Algo. Algo ist ein Hersteller für Paging-Systeme. Also sogar das soll kommen. Man merkt, Microsoft Teams wird oder ist tatsächlich mittlerweile ein vollwertiger Telefonanlagenanbieter und das wirklich mit sehr guten Funktionen und auch umfangreich. Und jetzt möchte ich aber mal mit Ihnen auch darauf eingehen, was ist denn bei einer Umstellung auf Microsoft Teams zu berücksichtigen? Also wir nehmen jetzt einfach mal den Beispielkunden, der sich in einer alten Welt befindet und sagt, ich will jetzt den Session Border Controller bei der Telekom oder meinem Provider haben. Ich möchte nichts mehr bei mir in-house zu tun haben damit. Und von welche Punkte sind hier zu berücksichtigen, um einfach eine bedarfsgerechte Umstellung durchzuführen und nicht am Schluss dazustehen und zu sagen, oh, das habe ich jetzt vielleicht vergessen. Und dann stehe ich vor einer Aufgabe. Also prinzipiell ist immer erstmal zu überprüfen, die aktuellen Lizenzen natürlich, Anzahl meiner Lizenzen und wie viele Mitarbeiter natürlich in die Microsoft Teams Telefonie versorgt werden müssen. Die Anpassung der Lizenzen müssen gegebenenfalls durchgeführt werden. Zum Schluss zeige ich nochmal auf, auch welche Lizenzen für was benötigt werden und natürlich mein aktueller Provider bzw. mein aktueller Tarif, den ich natürlich habe. Das sind erstmal die grundlegenden Sachen, die wichtig zu wissen sind. Und dann kommen viele kleine Fragen, die aber gerade eben Ihr Telekommunikationsbetreuer bzw. auch wir natürlich berücksichtigen als Consultant, wenn wir mit unserem Kunden zusammenarbeiten. Und wir gehen die Punkte jetzt einfach mal zusammen durch. Natürlich habe ich einerseits die parallelen Gespräche. Das heißt, ich muss wissen, wie viele müssen denn gleichzeitig telefonieren können, auch in Microsoft Teams. Physikalische Endgeräte habe ich oder will ich noch physikalische Endgeräte? Und müssen diese eventuell getauscht werden? Konferenzräume. Habe ich Konferenzräume zu versorgen, wo ich eben Meetingsysteme drinnen habe, die auch über Microsoft Teams funktionieren sollen? Standorte. Wie viele Standorte habe ich mit Microsoft Teams zu versorgen? Dann natürlich die Bandbreitenplanung. Bedeutet, reicht meine Bandbreite aus, die ich bei mir am jeweiligen Standort habe? Wie viele Mitarbeiter führen gleichzeitig Gespräche, führen Videokonferenzen, damit mir eben die Geschwindigkeit nie zu wenig wird von der Bandbreite. Dann natürlich die Gesprächsterminierung. Brauche ich eine Flatrate-Option? Wie viele Mitarbeiter brauchen eine Flat? Muss ich ins Ausland telefonieren? Das muss natürlich auch mit abgewägt werden, weil sonst hieraus auch variable Kosten entstehen können, wenn ich jetzt halt nicht die richtige Flat habe oder sogar minutengenau eventuell abrechne. Die Routingplanung, ich sollte mir im Vorhinein auf jeden Fall auch Gedanken machen, wie soll denn mein Routingplan im Hintergrund ausschauen? Was soll in Microsoft Teams Telefonie passieren? Wo soll der Anruf hingeleitet werden, wenn ich nicht erreichbar bin oder wenn ich gerade nicht kann? Aber das war die falsche Richtung. Dann Mobilfunkintegration. Habe ich Außendienstmitarbeiter, die mit einem Smartphone oder einem passenden Tarif versorgt werden müssen? Soll er über die normale Teams-App integriert werden oder eben auch provisorisch schon mal vorgeplant, eben über eine SIM-Karte für Mitarbeiter, die 2023 kommen. Ausländische Rufnummern, werden ausländische Rufnummern benötigt? Möchte ich Microsoft Teams eben auch im Ausland nutzen, auch mit ausländischen Rufnummern? Hierüber gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Entweder bin ich auch über Third-Party ausländische Rufnummern an oder ich kann eben auch, wenn ich im jeweiligen Land ansässig bin, auch über Microsoft zum Beispiel Rufnummern buchen. Oder eben über einen anderen Anbieter und das dann auch mit einbinden. Eben analoge Endgeräte, sind analoge Endgeräte vorhanden, sollen Faxgeräte weiterhin verwendet werden? Anzumerken ist, dass aktuell noch kein E-Fax in Microsoft Teams zur Verfügung steht. Hier arbeiten wir tatsächlich daran, eine E-Fax-Lösung für Microsoft Teams zu schaffen. Aktuell geht es aber eben nur über den herkömmlichen physikalischen Weg, aber dafür ist es jetzt eben möglich, zum Beispiel auch über den AT-Adapter oder auch der Audio-Codes. Dann müssen meine Rufnummern eventuell von einem anderen Anbieter portiert werden, weil ich zur Telekom wechseln möchte oder sonstige Themen. Wo befinden sich auch meine Rufnummern? Möchte ich eine Gesprächsaufzeichnung, weil ich eventuell Vertragsabschlüsse direkt am Telefon mache und das manipulationssicher aufbewahrt werden muss? Oder ich bin eventuell in der Finanzdienstleistung tätig und muss MiFID-konform aufzeichnen. Hierüber gibt es auch Möglichkeiten über Third-Party-Anbindungen. Und das sind eben die grundlegenden Punkte, worauf man auf jeden Fall Acht geben sollte, um eben nicht dann mitten in der Umstellung zu sein und zu merken, okay, ich habe jetzt irgendwas vergessen und ja,
der ganze Plan wird über den Haufen geworfen, aber das ist ja die ganz normale bedarfsgerechte Planung, die man am Anfang durchführt, bevor man ein Projekt natürlich realisiert. Und nun möchte ich eben aufzeigen, das Tarifmodell der Microsoft Teams Telefonie und hier eben speziell mit dem Operator Connect und hier eben im Telekom Company Flex. Der Telekom Company Flex ist ja das Bausteinprodukt der Telekom für B2B-Kunden. Hier habe ich ja wirklich die Möglichkeit, ganz gezielt mehrere Standorte mit verschiedenen Diensten zu versorgen, sei es mit Bandbreite, sei es ohne Bandbreite. Möchte ich den Company Flex als Cloud-Telefonanlage nutzen, also wirklich die Cloud-Telefonanlage von der Telekom selber, die Cloud-PBX, oder möchte ich eben, kann auch einen Hybridbetrieb machen, eben Company Flex und einen ZipTrunk oder eben ZipTrunk. Company Flex ist da ja ein sehr umfangreiches Produkt, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich will es eben nur mal angeschnitten haben. Und jetzt schauen wir eben mal an, was brauche ich denn bei der Microsoft an sich? Also prinzipiell, wenn ich mein Microsoft-Paket habe, den E1, E3-Plan zum Beispiel, das ist immer der richtige Weg. Also ich brauche natürlich immer irgendeinen Microsoft-Plan oder eben den Microsoft 365-Plan. Und dann brauche ich eben die sogenannte Microsoft Teams Telefon. Das ist nicht Microsoft Teams an sich. Microsoft Teams an sich ist in den einzelnen Plänen mit drinnen. Dieses Microsoft Teams Telefon ist eben explizit dafür da, um dann eben eine Microsoft Teams Telefonie zu realisieren, dass ich eben die Telefonanlagenfunktionen mit dabei habe, einen Provider mit anbinden kann, das SIP Gateway etc., die Routing-Möglichkeiten etc. Die sind beim E1, E3-Plan exklusiv, das heißt, die muss ich dazu buchen. Beim E5-Plan ist hier die Teams-Telefonie schon inklusive, das heißt, hier muss ich nichts dazu buchen. Und beim 365 Basic Standard Premium muss ich eben auch jeweils immer die Teams-Telefonie dazu buchen. Das geht ganz einfach ins Admin-Portal reingehen, wo ich die Lizenzübersicht habe und dann steht mir da dann eben schon Microsoft Teams-Telefonie. Früher hieß es, glaube ich, Phone System zur Auswahl. Das kann dann als Paket dazu gebucht werden und dann eben auch dem jeweiligen User zugeordnet werden. Und dann habe ich die Microsoft-Seite erledigt. Jetzt muss ich mich aber noch um die Seite kümmern, was den Tarif betrifft. Und da habe ich sozusagen drei Schritte. Ich habe einerseits den Telekom Company Flex als Flat oder als Basic-Variante. Das bedeutet immer mit oder ohne Flatrate. Dann habe ich eben die Ausprägung ZipTrunk. Muss ich auswählen, um eben den ZipTrunk dann ganz normal zu haben, mal als mein Duva-Anschluss zum Beispiel. Und dann habe ich eben in diesem Company Flex, muss ich dann die Buchungs der PGs zuführen, beziehungsweise die Zusatzoptionen buchen. Das Schöne ist am Company Flex, nur mal kurz angeschnitten, ist, dass die Buchung der parallelen Gespräche nicht mehr auf den einzelnen Standort terminiert werden. Also bedeutet, ich habe Standort A und Standort B und jeder hat jeweils zwei Sprachkanäle, dass an jedem Standort nur maximal zwei Leute gleichzeitig telefonieren können. Das ist so nicht, sondern ich buche das Kontingent für alle Standorte. Also zum Beispiel, ich buche in meinem Company Flex vier parallele Gespräche und jetzt können an beiden Standorten maximal eben vier Leute gleichzeitig telefonieren, ohne dass es auf dem Standort aufgeschlüsselt ist. Genau, und als Zusatzoption steht dann eben das Zusatzpaket in der Telekom direkt in der Bestellung dann eben das MS Teams Operator Connect zur Verfügung und das wird ganz einfach berechnet, wie viele parallele Gespräche sollen in Microsoft Teams stattfinden. Das bedeutet, ich buche jetzt zum Beispiel 8 parallele Gespräche bei der Deutschen Telekom. Und jetzt möchte ich aber aus irgendeinem Grund, dass nur 4 Leute gleichzeitig in Microsoft Teams Telefonie telefonieren können, dann müsste ich nicht automatisch auch 8 parallele Gespräche für den Operator Connect buchen, sondern könnte jetzt hier zum Beispiel nur 4 sagen. Und dann wird nämlich je parallelen Gespräch für diese Operator Connect Anbindung 10 Euro fällig. Und da ist alles mit drin. Da ist der SPC mit drinnen eben, dass alles gehostet ist, aktuell ist etc. Und wenn ich natürlich zum Beispiel 8 parallele Gespräche haben möchte, dann wäre es eben 8 mal 10 Euro, die zusätzlich dazukommen. Und dann kann ich eben an diesem Ganzen dann auswählen, möchte ich einen Duva haben, möchte ich einen MSN-Anschluss haben und dann kann ich eben bei der Telekom sagen, ich will den ganzen Anschluss mit oder ohne Bandbreite. Und so kann ich wirklich über ein Produkt bei der Telekom eigentlich meine ganze Infrastruktur abbilden, was die Telekommunikation und auch die Bandbreite betrifft. Wenn ich wünsche, kann ich sogar einen symmetrischen Glasfaseranschluss dazu buchen. Also hier habe ich dann wirklich eine Welt ineinander gekoppelt, die wirklich perfekt ineinander greift. Und hier
habe ich nochmal so eine kleine Übersicht, ein Beispielangebot einfach mal, um das zu visualisieren. Mal mit zwei Standorten. Wie Sie sehen, ich habe eben am Anfang den Company Flex Flat mit Flatrate eben, das ist eben der Rahmen, 26 Euro. Dann kann ich eben meine Pakete dazu buchen. In diesem Fall sind es zwei Standorte. Der erste Standort mit einem Rufnummerblock und VDSL 50. Und der zweite Standort ist mit einem VDSL 100 da. Und jetzt sehe ich schon, ich habe sechs zusätzliche parallele Gespräche. Zwei sind ja immer schon inklusive bei der Telekom. Im Grundtarif, ohne dass ich was dazu buchen muss. Und somit wäre ich dann bei insgesamt 8 parallelen Gesprächen. Und ich habe jetzt eben gesagt, ich möchte, dass alle 8 Mitarbeiter gleichzeitig oder alle 8 Teilnehmer gleichzeitig in Microsoft Teams telefonieren können. Und somit komme ich dann eben auch insgesamt 80 Euro. Nur mal, dass Sie gesehen haben, wie einfach sich dann wirklich auch eine Microsoft Teams in einem Produktwechsel zum Beispiel realisieren lassen würde, wenn ich auch in der alten Produktwelt drinnen bin bei der Telekom. Genau, und hier zum Schluss eben nochmal meine Kontaktdaten. Danke auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Das war es jetzt erstmal so von der Präsentation. Sie dürfen mich gerne jederzeit zu dem Thema per E-Mail kontaktieren, auch gerne anrufen. Und ansonsten, Dirk, wäre ich soweit jetzt erstmal mit der Präsentation durch. Super, vielen Dank, Florian. Ja, es kamen jetzt auch keine Fragen. Ich denke, hast du einfach gut präsentiert, dass das freut keine mich. Fragen offen geblieben sind. Nur die Frage, ob die Präsentation bereitgestellt wird, da habe ich mal gesagt, ja. Gerne, auf jeden Fall. Die teilen wir im Nachgang. Das werde ich dann tun. Und ansonsten, ja, jetzt gäbe es noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, aber wie das immer so ist, haben wir, glaube ich, wirklich keine. Und das ist auch nicht schlimm. Das heißt, dass wir vielleicht noch ein zweites Frühstück einnehmen können oder uns den anderen schönen Dingen des Tages widmen können. Und deswegen nochmal vielen Dank an dich, Florian. Vielen Dank an alle Teilnehmer und gerne bis morgen. Ich danke vielmals. Viel Erfolg. Tschüss. Tschüss.